tierisches Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Gecko-Tagebuch. Und dieses Gecko-Tagebuch ist das erste Gecko-Tagebuch aus dem neu gestalteten Leopard-Gecko-Terrarium 2018. Vor uns haben wir hier schon mal zwei Geckos aktuell sitzen. Und zwar ist es einmal hier die Luzi und hier drüben in der Ecke haben wir die Lea sitzen. Und jetzt, ich wollte es eigentlich noch nicht ansprechen, aber jetzt sitzt gerade die Luzi hier perfekt vor uns. Deswegen können wir hier mal ranfahren und dann sehen wir auch schon bei dem Bauch, dass sich hier was getan hat. Und zwar ist die Luzi schwanger. Jetzt krabbelt sie gerade durch diese Wurzel, beziehungsweise entlang der Wurzel, sodass wir jetzt den Bauch nicht so doll sehen können. Aber das werden wir wahrscheinlich zum späteren Zeitpunkt des Gecko-Tagebuchs nochmal. Genau. Da hinten haben wir auch noch den Luigi. Der versteckt sich gerade ein bisschen. Aber wie gesagt, dann hier vorne haben wir noch die Lea. Die ist, soweit ich das jetzt beurteilen kann, noch nicht schwanger. Aber da tut sich auch auf jeden Fall was. Und jetzt können wir mal schnell an die Luzi ranfahren. Und hier sehen wir schon wunderbar die Wölbung des Bauches. Und man sieht sogar die zwei einzelnen Eier. Also da kommt auf jeden Fall was Kräftiges auf euch zu in den nachfolgenden Gecko-Tagebüchern. Und nachfolgende Gecko-Tagebücher ist auch schon das Stichwort, denn ab jetzt ist es so, dass die Gecko-Tagebücher nicht mehr wie normale Videos behandelt werden, sondern halt als Extra-Serie, weil das ist halt die erfolgreichste Serie auf Aquantaristik TV und ihr freut euch auch immer wieder, wenn es da neue News gibt aus der Welt der Leopard-Geckos und deshalb würde es jetzt so sein, wenn dieses Gecko-Tagebuch und die nachfolgenden Gecko-Tagebücher, also im Moment das neueste Gecko-Tagebuch, die 50 Likes oder mehr überschritten hat, dann wird wahrscheinlich in der nächsten Woche ein neues Gecko-Tagebuch rauskommen. Da habt ihr eine kleine Motivation, ich auch, und damit ist ein guter Kompromiss gefunden. Das wird dann wahrscheinlich entweder Mittwoch oder Donnerstag mal rauskommen. Also nicht zu diesem Sonntag, wo dann halt ein normales Video kommt, sondern das wird dann halt als extra Video in dieser Woche erscheinen. Jetzt hoffe ich mal, dass es mit den 50 Daumen nicht zu wenig bzw. zu viel ist, sodass ich hier jede Woche ein neues Gecko-Tagebuch produzieren muss. Aber das werden wir ja dann sehen. Genau. Jetzt haben wir aber schon viel über das Gecko-Tagebuch geredet und das Hauptthema, was in dem Gecko-Tagebuch behandelt wird, ist natürlich Geckos an sich und das Terrarium. Und ihr seht jetzt schon, ich fahre mal ein bisschen weiter zurück und das hier ist tatsächlich das neu geschaltete Terrarium. Zu dieser Gestaltung des Terrariums gibt es auch bald eine Serie und zwar wahrscheinlich schon nächstes oder übernächstes Wochenende wird dann der erste Teil erscheinen von Big Gecko Desert. Freut euch auf jeden Fall mal auf eine schöne Serie, die wirklich viel, viel Zeit in Anspruch genommen hat und die wirklich qualitativmäßig, Mensch, was ist denn heute los, anspruchsvoll war, aber ich denke mal, das hat sich gelohnt für die Serie und im Endeffekt auch für die Geckos, weil was wir hier sehen, ist, wie ich finde, ein sehr, sehr schönes Terrarium und vor allen Dingen auch ein Terrarium, in dem die Geckos leben können, denn wir haben hier nicht nur eine wunderbar geschaltete Rückwand mit vielen Versteckmöglichkeiten, wie wir das hier hinten zum Beispiel sehen. Hier sind überall so kleine Höhlen und sowas mit eingebracht, wo sich die Geckos wunderbar verstecken können. Oder auch zum Beispiel unten dann halt, wo der Luigi sich gerade bequem macht. Sondern auch hier, wie ihr sicherlich schon gemerkt habt, ist jetzt alles komplett mit Echtpflanzen gestaltet worden. Hier oben haben wir zum Beispiel eine blühende Tillandsie und dementsprechend ist halt hier das Klima auch wunderbar. Zudem haben wir auch hier jetzt das erste Mal einen Schädel am Start, der das Ganze noch ein bisschen unruhig macht, aber auch irgendwie natürlicher, finde ich zumindest. Und vor allem die Stöcke. Wir hatten ja noch nie Äste oder Stöcke in einem Terrarium, aber das ist jetzt das erste Mal und deswegen war das mal so ein Versuch. Und ich finde einfach, dass das Ganze auch nochmal so eine Unruhe bzw. so eine Ästhetik mit in das Terrarium bringt. Genau. Nicht zu vergessen, wir haben es gerade schon gesehen, die Luzi ist schwanger, sind natürlich auch wieder die Brutboxen, da wird es bald ein Update geben, da werden wir bald neue bauen. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, könnt ihr das gerne jetzt tun, dann werdet ihr das nämlich nicht verpassen, wie wir diese wunderbaren Brutboxen bauen bzw. umbauen. Genau.
Die ganze Rückwand vielleicht nochmal zu der, was gesagt ist, in einem Sandwich-Prinzip gebaut worden. Man kann das hier auf der Seite so ein bisschen sehen. Ich versuche da mal kurz hinzugehen. Oh, was wäre ein Reim. Dass wir hier so verschiedene Schichten haben. Ich verkleide das dann auch alles, also das hat eigentlich noch eine Verkleidung. Aber ich habe das jetzt für das Video abgenommen. Und zwar sind es einfach hier so ganz viele verschiedene Platten, ganz vielen verschiedenen Dicken. Und die sind einfach übereinander gestapelt worden. Und somit haben wir hier dieses wunderbare Sandwich-Prinzip bzw. diese Rückwand geschaffen. Mehr dazu, wie gesagt, in der neuen Serie Big Gecko Desert. Genau, jetzt ist mir gerade aufgefallen, hier unten liegen zwei Tilanzien rum. Die werden wir mal schnell aufheben. Die Tilanzien bzw. hier die ganze natürliche Sache in diesem Terrarium wurde übrigens zur Verfügung gestellt von Ben's Jungle. Sowie auch die Verpflegung für die Geckos, also Grillen und sowas. Und jetzt habe ich hier mal eine Tilanzie rausgeholt. Und zwar ist das eine, wie ich finde, der schönsten. Leider ist sie jetzt schon verblüht, aber das waren mal wirklich schöne Blüten, die hier dran waren. Gucken, ob wir es scharf gestellt bekommen. Na? Komm schon. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg, vielleicht wird es dann was. Ja, doch, so ein bisschen kann man es sehen. Die haben wirklich mal wunderschön geblüht. Die hingen eigentlich mal hier so oben drauf. Aber die Geckos haben sich gedacht, Mensch, kletter mal da mal drauf rum. Die werde ich dann später wieder ankleben. Genau. Das Einzige, was jetzt ein bisschen blöd ist für die Leopardgeckos, ist, wie wir es hier schon sehen, dass die jetzt keine Ablagefläche mehr haben, wo die sich einfach draufsetzen können. Das war ja bei dem alten Terrarium so, ist jetzt aber bei diesem Terrarium eben nicht mehr so. Aber an sich ist das wirklich ein wunderbares Terrarium. Kann man wirklich jedem empfehlen. Wir hatten ja schon viele Exoterra-Terrarien, wie man das hier auch sieht, in verschiedenen Videos präsentiert, aber noch kein eigenes, wo wir jetzt wirklich so ein Testfazit ziehen konnten. Jetzt ist das Leopard-Gecko-Terrarium ein Exoterra-Terrarium geworden. Und wir müssen sagen, wir sind vollkommen zufrieden. Wir haben nicht nur das ganze Terrarium hier mit Exoterra zusammen gestaltet, sondern zum Beispiel auch diese Schädel ist von Exoterra, aber auch die Beleuchtung, die sich hier oben befindet, ist alles komplett von Exoterra. Also Lampen und Leuchtmittel, beziehungsweise halt hier auch die Heizlampe, sind komplett von Exoterra. Und das Coole ist auch, wir haben hier, ihr seht es vielleicht dort oben, ein Mondlicht. Das heißt, wenn es Nacht wird, also wir machen Nacht gegen 19 Uhr, dann schaltet sich dieses Mondlicht an und dann hat das Ganze nochmal so einen anderen Charme. Und das macht dann halt diese Nachtaktivität von den Tieren auch nochmal so aus, dass man halt wirklich so noch so ein Mondlicht hat. Ihr seht es wahrscheinlich gerade auch schon, wir haben jetzt bloß diese Seite hier mit den Energiesparlampen, die jetzt hier hinten sind, beleuchtet. Die rechte Seite, die linke Seite ist aus. Das kann man bei dieser Verkleidung, die wir hier oben haben für die Lampen, beziehungsweise die Fassung, kann man das einstellen, welche Seite halt an und aus sein soll, weil die Lampe hier genug Licht macht, beziehungsweise auch genug Wärme. Das reicht auf jeden Fall. Genau. Ja, ihr habt auch schon am Anfang gesehen, um das nochmal die Neuerung zu sehen. Oh, jetzt ist gerade die Lea abgestürzt. Ihr habt am Anfang auch schon das neue Intro gesehen. Wir haben mal gedacht, ja komm, Leopardgeckos, beziehungsweise das Gecko-Tagebuch ist wirklich eine Serie, die es in sich hat. Und da ist es auch angebracht, dass ihr ein eigenes Intro bekommt. Wenn schon Ants Life und sowas auch ein eigenes Intro haben, kann auch das Gecko-Tagebuch ein eigenes Intro gebrauchen. Und so ist es passiert. Und deswegen seht ihr jetzt immer die Gecko-Tagebuch-Folgen mit diesem Intro, beziehungsweise auch mit dem Handy aufgenommen. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das gedacht habt, dass das Ganze jetzt mit dem Handy aufgenommen worden ist, von der Videoqualität her. Würde mich mal sehr interessieren, weil das jetzt das erste Mal ist, dass ich so mit dem Handy wirklich so ein Video aufnehme. Wie gesagt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und wenn ihr jetzt noch dran seid, dann schreibt in die Kommentare Hashtag NewTerra. Ja, das war es jetzt auch mit diesem Gecko-Tagebuch. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Bei 50 Daumen nach oben gibt es ein neues Video und dann sieht man sich im nächsten Video wieder. Bis dahin, einen schönen Tag euch noch und ciao.